Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Daymare 1998 und es geht weiter mit Kapitel 4. Wir sind wieder mit Samuel unterwegs und bevor wir es gleich reinstarten, lesen wir uns natürlich nochmal den kurzen Text hier durch. Nachdem sich Samuel einen Weg hinaus aus dem tödlichen Labyrinth des Sacred Heart Krankenhauses gebahnt hat, setzt er geblendet von Wut und Rachsucht seine unermüdliche Suche nach Sandman fort. Doch auf den Straßen von Keenside wird er bald bemerken, dass der wirkliche Albtraum viel schrecklicher ist, als er es sich je vorzustellen wagte. Ja, im Krankenhaus war es ja auch nicht gerade easy. Also da bin ich gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommen wird, wenn es hier noch schrecklicher sein soll. Lassen wir uns mal überraschen. Ach, sind wir schon. Okay, keine Zwischensequenz mehr. Ist übrigens ziemlich laut, ich weiß gar nicht warum. Irgendwas hat sich da geändert mit der Audioeinstellung. Schauen wir nochmal kurz zurück hier. Ich würde gerne mal schießen, dass wir mal hören, wie laut das ist. Aber wir lassen es einfach mal so. Okay, ja, kurze Zwischensequenz war nämlich noch in der letzten Folge. Ich habe mir das ja kurz angeschaut. Da hat er eigentlich nur dasselbe gehört, was die zwei da geredet haben, dass sie sich bei der Heli-Plattform treffen wollen. Und da sind wir jetzt dann vermutlich auch unterwegs dahin. Und wir haben anscheinend genau dasselbe mit... wie letztes Mal. Ach du Scheiße, ich dachte, wir haben vielleicht ein bisschen mehr. 4 Schuss. Okay, na Wahnsinn. Sycamore Avenue. Da sind wir bei der Post. Und da geht's rein. Hadley and Watson Laundry and Dry Cleaning. Aber wir gucken uns natürlich vorher hier nochmal um. Ach, guck mal, Police Line, do not cross. Wo würden wir denn da hinkommen? Da runter irgendwo. Nichts hier. Wein und breit gar nichts. Gar nichts, das wir mitnehmen können. Das ist ja schade. Da drin ist auch keiner, Gott sei Dank. Ja, so viel dazu. Okay, da haben wir auch nichts. Der hat doch einen Schuss da drin. Boah, fuck. Der hat doch einen Schuss da drin. Wieso kann der nicht schießen damit? Verstehe ich nicht. Nachladen können wir auch nicht. Was ist denn das da überhaupt? Police Department. Das kann man so über die komplette Straße. Finde ich cool. Da geht's zur Seilbahnstation. Scheiße, jetzt haben wir hier überhaupt keinen Schuss mehr. Na, ganz toll. Hier, Polizeimann, können wir nicht reinschauen, blöderweise. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht liegt er da zufällig. Aber sag, guck mal, wieder Full Life 3. Sehr gut. Ach, immerhin ein Müsli-Riegel. Der bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Live. Ach, ist das die Straße vielleicht? Die Straße, wo wir... mit Raven waren in den letzten Folgen, wo so viel los war. Nur da sieht man hier nichts. Das ist ein Standbild. Ich schätze mal nicht, dass da irgendwer jetzt erst die Kamera aufgestellt hat. Die wird schon früher da gewesen sein. Ah, na guck mal an. So, keine Ahnung, was ist das für eine Muni? Die hier? Warum kann denn der nichts nachladen? Ach so, ist gar nicht von der. So, aber das können wir auf jeden Fall mal nachladen. Keine Ahnung, haben wir einen Schuss drin? Können wir nicht verwenden. Ganz komisch. So, hier ist sonst nichts. Da hinten kommen wir wahrscheinlich gar nicht rein. Da haben wir dasselbe Bild nochmal. Was soll denn das bringen? Live. Aber hier sieht man weit und breit gar nichts. Was sind das für Geräusche da draußen? Oh, wieder ein Code. Na, mal gucken. Vielleicht finden wir... oh, na, nicht hier. Sondern hier vielleicht was. Notiz des Wäschereibesitzers. Mein Schatz, ich habe die ganze Nacht hier auf dich gewartet.
Als ich dich in dem Chaos aus den Augen verloren habe, dachte ich, du würdest zu unserer Wäscherei zurückkommen. Aber ich kann jetzt nicht mehr länger warten. Als das alles angefangen hat, war Vince bestimmt wieder in der Spielhalle. Wie immer. Sie ist nicht weit von hier. Ich glaube, ich schaffe es dorthin. Ich bin mir sicher, dass er mittlerweile entkommen konnte, aber ich muss ihn finden und in Sicherheit bringen. Ich hinterlasse dir diese Notiz, falls du in der Zwischenzeit hier auftauchst. Ich hoffe, dass wir bald alle wieder vereint sind, Liebling. Dein George. Na schön und gut, aber den Code wissen wir trotzdem nicht. Birthday? Irgendwie dieselben Kalender haben wir schon einmal gehabt. Kommt mir vor. Wie soll man denn das da wissen? Hä? Da finden wir bestimmt irgendwas Cooles da drin, aber wie soll ich denn den Code da rausfinden? Da steht ja nichts. Finde ich jetzt mal nicht gut. Steht da draußen vielleicht was? Haben wir da noch was vergessen? Weil Munition und so würde ich schon ganz gern haben. Also, wenn wir was mitnehmen können, warum nicht? Aber wie soll man den Code da rausfinden? Wir haben hier kein Dokument, gar nichts. Ein dreistelliger Code. Könnte natürlich die da oben sein, die Emergency-Nummer, aber das glaube ich auch nicht. Warum sollte er denn das als Code nehmen? ...1,25? 2,25? Ja du, ne, keine Ahnung. Ob wir das da irgendwie rausfinden können? Ich wünschte, es wäre so, aber ich glaube irgendwie, dass das fast nicht der Fall sein wird. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja gut, hätte mich auch sehr gewundert. Ja, keine Ahnung. Schade. Hätte ich ganz gern rausgefunden, was das da für ein Code ist. Aber leider steht hier auch nichts. Sushi-Bar, lalalala. Das hier wird es auch nicht sein, weil da ist ja nichts Fünfständiges dabei. Hier unten haben wir auch nichts. Und aufschießen will ich es nicht. Also das geht wahrscheinlich eh nicht. Aber so viel Muni haben wir nicht. Scheiße, hätte er schon ganz gerne reingeschaut. Naja, sollen wir anscheinend nicht. Oder ist es von da unten die Kamera gewesen? Guck mal, zurück kommen wir sogar noch. Da unten sind auf jeden Fall irgendwelche zugange. Ah. Oh. Ah, fuck, ich wollte einmal draufhauen. Scheiße. War das nicht hier mit dem Brunnenrätsel, das wir da hinten irgendwo gelöst haben? War das nicht hier und hier oben haben wir irgendwas gefunden? Ach, guck mal, wir haben ja irgendwas mit. Finde ich jetzt übrigens ein bisschen schade, dass sich da irgendwas mit dem Audio geändert hat anscheinend. Ah, scheiße. Ich kann da einfach nicht schießen. Keine Ahnung warum. So, müssen wir sie halt so niederschlagen, weiß ich nicht. Oh. Ja, oder wir machen es halt so. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich will da oben rein, ich weiß nur leider nicht wie. Audio, lalalala. Das ist nirgendwo ein Hinweis, keine Ahnung. Und wir sind jetzt komplett aufgeschmissen, wir haben nämlich nicht mal mehr einen Schuss. Das ist doch eine Kacke.
Ja, natürlich. Sieht doch ein bisschen anders aus hier unten. Scheiße. Okay, wir können die zwei vielleicht mitnehmen. Wenn wir da oben ja wieder reinkommen. Ja, ja, komm nur, komm nur. Komm nur, komm nur. Ganz brav. Nur mitkommen. Das ist wichtig. Genau. Hier schön weiter. Hallo? Hallo? Wird ja nicht so schwer sein, da reinzukommen, oder? Der schafft's. Gut, jetzt haben wir wieder rausgekriegt. Whoa! So, hier bitte auch noch mit. Und genau das wollte ich nämlich. So. Dann ist der da wenigstens ausgesperrt. Jetzt müssen wir das schöne Capri-Sonne ja auch trinken. Das wollte ich ja gar nicht. Können wir das vielleicht verbinden mit irgendwas? Ach, tatsächlich. Sehr schön. So, dann hauen wir uns das mal rein, bevor wir uns wieder nach draußen wagen. Da hockt er nämlich noch. Dann überleben wir das zumindest. Und dann... Ja, hallo! Geh weg! Ja, war ja klar. So, weg, 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 weg. Es sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus als damals, aber hier waren wir, glaube ich. War das da unten auch schon, die Bahn? Was haben wir denn da für einen Code? 3, 7... Ist das vielleicht der Code für oben? Eins plus drei. Plus zwei ist drei. Drei plus sieben. Plus vier. Ich bin ganz toll im Rechnen. Ist sieben. Zwei plus vier ist sechs. Ja, und da unten wird es dann ein bisschen blöd. Da ist nämlich 13 und dann auf einmal 16. Das können wir da oben nicht eintippen. 13 und 16. Aber ich will den Code da oben haben. Vielleicht ist es ja einfach nur 3, 7, 6. Wir probieren das mal. So, das war's nicht mit dem, aber zumindest mal für die... Strecke nach da oben. 376 war jetzt der Code hoffentlich. Oder 367, irgendwie sowas. Mal gucken, vielleicht ist ja richtig, ich weiß nicht. Das war noch das. Finde ich ja doof. 673. Hä? War das nicht 367 jetzt da unten? 376? Funktioniert nicht. Keine Ahnung. So, steht der Affe wieder? Natürlich.
Was macht denn der da? Ah, Scheiße! Es war 376 auf jeden Fall. Toll, wieder keine Muni dabei. Und fast kein Leben, da besser kann sie gar nicht laufen. No fate, wir waren hier definitiv. Da vorne ist die Apotheke. Können wir da vielleicht auch hin? Okay, Freunde, wir wissen jetzt zumindest, zu viel Zeit lassen sollten wir uns nicht. Die kommt da jetzt noch an, wo laden wir denn wieder? Ganz oben, dann können wir uns nämlich das mit der Munition ein bisschen einteilen. Boah, tatsächlich, ganz am Anfang, na Halleluja. So, wo ist denn die Dame, die da aufsteht? Ach, hier. So, gute Nacht. Da haben wir sonst eh nichts. Haben wir denn nicht Munition gehabt oder so? Nee, glaube ich gar nicht. War draußen. Probier das jetzt nochmal. Drei. Huch. 7, 6. Funktioniert nicht. Geht nicht auf. Keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel, weiß ich nicht. Finde ich doof, dass ich es nicht weiß? Ach, da rennt der rum, guck mal. Aber dann brauchen wir nicht mehr zurückgehen, wenn wir es eh nicht wissen. Toll, sehr gut. Capri-Sonne. Da ist die Muni. Ah, verzieh dich, blöder Arsch. Ach, und da ist er. Okay, ich gehe mal da nach oben. Ich will den nicht umbringen, weil das dauert erstens viel zu lang und zweitens haben wir da wieder viel zu wenig Leben. Ich will da rein, in diesen Scheißkasten. Ist eine Kacke. Huch. Was gibt's denn da sonst noch für einen anderen Code, den wir eintippen könnten? 13, 14 wird nix. So, vielleicht kommen die ja mit. Mal gucken, ob es die bis da rein schaffen. Wenn ja, dann machen wir hier auch... ja, sowas schaffen sie es nicht. Hm? Ja, ja, nur geradeaus gehen, dann bist du bei mir. Will aber irgendwie nicht. Was ist der Code für das hier? Soll ich mal kurz nachschauen? Ich glaube, ich schaue mal kurz nach. Weil das interessiert mich jetzt wirklich. Ob man den irgendwie herausfinden kann, ob das einfach nur Zufall, also durchprobieren ist. Daymare 1998, Kapitel 4, Lösung. Mal gucken, ob da was steht. So, la. Lösung Kapitel 4.
Ja, gut, da steht jetzt nicht wirklich was dafür. Das ist aber nicht sehr lang, dieses Kapitel. Kapitel 4, Daymare 1998. Codes. Collectible. Utility Room Locker. Da haben wir es. Da haben wir ein Video dafür. So, mal gucken, was der da eintippt. So, der tippt ein. 2 2 2. Und das Ding geht auf. Was? 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 2 2 2, was ist denn das für ein dämlicher Code? Für die Magnum, Gott sei Dank. So, dann kannst du mal nachladen, diesen komischen Einschuss, was er da noch drin hat. Na, sehr gut, Frenz. Hihi. So, wo sind die Kollegen hin? Oh! Brauchst du mir nicht gleich anfallen? Idiot, Blöder. So, das wäre der gewesen. Arschloch. Da ist wenigstens ein Schuss und der Kopf ist weg. Rübe ab und ciao, ciao. So, machen wir mal vorsichtig auf. Vielleicht kommt ja einer. Na, vielleicht auch nicht. Nee, der hat so nicht drauf. Können wir den vielleicht so irgendwie rüberlocken? Auch nicht, blöderweise. Na gut, dann müssen wir es halt so probieren. Scheiße. Weg, 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 weg. Wenn wir es nicht niederschießen, dann lassen wir es einfach da stehen und fertig. So, wir haben ja noch ein paar Leute da drüben, glaube ich, in der Apotheke, wo wir nochmal hinschauen wollten. Einfach nur Spaß halber. Na lustig, da sind wir genau da. Das heißt aber eigentlich, der da unten beim Brunnen, der lebt ja noch. Den haben wir ja nicht umgebracht. Da würde ich auch nochmal ganz gerne nach hinten schauen, nur mal, um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwas finden können. Wieder schauen. Er ist weg, komischerweise. Hat nur die Muni dagelassen, aber er selbst ist weg. Ich frage mich, wie man auf diesen Code 222 kommen sollte. Hallo? Da ist ja eine Leiche gelegen, oder? Eine Leiche von so einem Soldaten, der da umgekommen ist, weil da hinten irgendjemand ausgebrochen sein soll. Das war vorher noch nicht so. Da gab es ja noch so einen Schutz. Boah, jetzt dachte ich schon, der macht da, dass die lieben. Okay, lalalala, da können wir aber nichts tun, da gibt es nichts mehr. Gut, ciao. Ich hoffe, die kommen da jetzt nicht raus. Okay, na immerhin ein bisschen Muni, das ist ja schon mal schön. Wie sieht es da hinten aus? Haben wir da vielleicht auch noch was? Nur mal so spaßhalber gucken. Vielleicht lässt es sich mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Müssen wir da vielleicht sogar lang? Was sind das hier überhaupt? Storehouse, Red Mountain. Ich meine, wir würden ja hier jetzt überall lang kommen. Oh.
Weiß jetzt natürlich nicht, wer sie wieder ist. Ob sie echt ist oder nicht. So, haben wir wieder alles verschossen, ganz toll. Okay, dann gehe ich erstmal darunter, mal gucken zum Brunnen, ob wir da vielleicht noch was finden. Wenn der Brunnen überhaupt da ist. Genau, da unten ist er. Aber theoretisch, der Fette müsste ja auch noch hier stehen. Der Schleimige. Das war wieder so einer von der Sorte. Ist natürlich die Frage, sind wir hier, bevor er gekommen ist? Nee, das Ding ist schon offen, also wir sind nach ihm hier. Das Rätsel ist schon gelöst. Kommen wir da auch noch runter? Tatsächlich. Nur hier geht's da nicht weiter, blöderweise. Okay. Na lustig, hätte ich mir nicht gedacht. So, jetzt haben wir hier auch wieder ein bisschen Muni. Na gut, dass wir hier waren. Und dann glaube ich, müssen wir da hinten weitergehen, wo uns gerade wieder unsere tote Freundin begegnet ist. Die begegnet uns in letzter Zeit ziemlich häufig, möchte ich mal kurz sagen. Ich finde es immer noch schade, dass wir nicht wissen, wie der Code funktioniert. Guck mal, wer steht denn da hinten? Wo kommt denn der her? Ach, die ist wieder aufgestanden. Die Truller. So, ich hoffe, das war's jetzt. So hat sie ausgesehen, weiß ich nicht. Glaub ich ja fast nicht. Oh, guck mal. Achso, wir haben ja keine Muni da drin. So, 1 von 2. Gut, wieder ein Schuss verschwendet. Ganz toll. Was haben wir da unten Schönes? Mein Inventar ist voll. Aha. Gut, vielleicht können wir das ja ändern. Das da rein, dann generell das ganze Magazin mal da oben rein. Da haben wir auch noch einen Schuss, den können wir auch noch nachladen. Und die Sache sieht schon wieder ganz anders aus im Inventar. Oh! Die ist immer noch nicht tot. Alter. Lagerhausschlüssel weggeblasen. So, Kopf weg. Passt. Gut, da können wir sonst nichts tun. Nur den Lagerhausschlüssel konnten wir mitnehmen. Und ein paar Schuss vergeuden. Na lustig. Finde ich cool, dass man dieselben Strecken abgehen kann, die man eigentlich schon abgegangen ist. Und komischerweise liegt hier immer noch Muni rum. Und wo der Soldat ist, wissen wir auch nicht. Vielleicht ist er schon wieder zum Leben erwacht. Und rennt jetzt auch irgendwo da rum. Das gibt's ja nicht. So, bleib unten. Quarto lives. Was auch immer das heißen soll. Das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Genau, wie das hier. Snake Plissken Escape from here. Keine Ahnung. Da oben steht der Schulbus. Na gut, den Lagerhausschlüssel haben wir und der wird wahrscheinlich hier reinpassen. Und wo es dahin geht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Daymare 1998. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Folge und wir sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin, tschüss!